Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 Frontiers Projekt zusammen mit dem Christian und den Andi. Hallo. Hallihallo. So, ja, wo waren wir denn jetzt dran? Wir haben gerade Leerlauf, kann das? Ja, wir sind noch ein bisschen ja, wir haben nur Holz aktuell dafür machen können, ne? Ja, oder soll ich mir den Rasenmäher schnappen und trotzdem mähen und wenn wir Zeit haben, sammeln wir es auf irgendwann mal. Ja, das kannst du auch machen. Ich meine, falls wir was brauchen, dann... Ja. Dann nehme ich aber nur das Frontmähwerk vorne dran, ne? Ja, ja, klar, klar, klar. Alles andere wäre Quatsch. Ich habe so Stufenhochbeet. Ich kann jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sagen, wie lang das ist und wie groß. Müsste ich nochmal in der Beschreibung nachschauen. Weiß ich jetzt gerade echt nicht. Also Beschreibung. Da war so ein Ding halt mit bei hier. Ne? So eine Aufbauanleitung, da steht das drin. Aber mal gucken. Weißt du? Ich weiß nicht, wie das gemacht hat. Und die ganze Zeit, du hast keinen Zugriff zu diesem Land. Sollen wir mal unsere Felder checken. Wir hier vielleicht mal anfangen. Boah, war nicht schlecht. Oh, 70. Ja, das war ein Sturm. Den letzten kriegt er nicht runter. Warum auch immer. Und der wird auch nicht mehr bringen. So ein ganz dünner. Die Seite ist noch ein Rätsel, das ist echt irre. Kriegst du. Ah, bin ich schon. Kriegst du auch nicht hin? Nee. Nee, also ich. Also ich denke tatsächlich, also, dass man den Dicken nicht rauskriegt, weil der halt nicht im Land ist und wahrscheinlich du halt nur nicht hinlangen kannst. Danke für die ganzen Follows. Aha. Hab es. Du musst einfach nur hingehen und B drücken, dann kannst du den Baum daran hängen. B? B wie Bertha. A wie Bertha. Ja, auf Selbstversorge. Ja, ja. Wie sie lebt autark. Weißt du, was ich und meine Frau dieses Jahr gemacht haben, ist unser eigenes Basilikum. Okay. Das haben wir mal probiert. Drei Basilikumpflanzen geholt und die trocknen jetzt gerade und dann wollen wir daraus Gewürz halt machen. Da hatte ich mal Bock drauf. Lief auch bis jetzt ganz gut. Die sind jetzt gerade, ich habe mir so ein Netz bei Amazon gekauft, das nennt sich Kräutertrocknung. So ein Kräutertrocknungsnetz, die mit so Fächern und da kannst du die reinpacken. Ja, das testen wir gerade. Eine können wir nur Traktoren tauschen oder du ziehst ja nur mit dem Ding, ne? Ja, ich ziehe mit dem, aber ich bräuchte, also auf jeden Fall keinen leichteren, weil den haut es mir manchmal fast um. Aber wir können schon tauschen, klar. Nur mal versuchen, weil ich kriege diesen riesen Baum mit 4 km/h im Ruckeltempo. Warte. Eine kurze Frage an den Chat. Stockt das manchmal bei euch? Ruckelt das? Bei mir ruckelt das nämlich. Deswegen frage ich gerade mal eben. Oder ist bei euch alles gut und ist bei mir nur die Anzeige falsch? Kommst du vorbei wieder? Ja, ja. Wenn wir Felder gekauft haben, Christian, ach, hatte ich schon gefragt, dürfen wir zusammenlegen, da sagtest du, ist das in den Regeln? Ja, ja, alles gut. Nee, also gibt es keine Regel für. Ja.
Die dürfen halt nur nicht bebaut werden. Du darfst halt keine Nutzfelder bebauen. Ja. Oder halt die Bauflächen umlegen auf Felder. Das geht nicht. Gehört uns nicht. Ja, auch nicht. Nein, der fährt mich mit 20 km/h, schon besser. Ja, mit dem Kran ist das nur immer so, aber du kriegst sonst ein Hochheben. Ja, müssen wir uns irgendwie noch Geld scheffeln, mit allem was geht. Oh, nö. Was denn? Das ist wieder so ein Laubbaum. Aber der liegt halt auch noch quer auf dem Fit, den muss ich jetzt fast wegmachen. Ansonsten ziehe ich nicht mit der Winde raus, ne? Also. Ja, das ist vielleicht gar nicht blöd, dann lasse ich ihn da liegen, oder? Ja, ja, ich komme dann später zurück. Dann entaste ich ihn nur, dann kannst du mitnehmen. Ich nehme das Kleinzeug mit. Wie ob sich das rendiert. Gibt es eine große Fehde für Sie? Bitte? Gibt es eine große Fehde, wenn du Geburtstag hast? Ja. Ripperin und so? Nein, das leider nicht. Ich dachte, du machst das volle King-Programm. Ja, da muss meine Frau aber nicht da sein, wenn ich das volle King-Programm durchziehen will. Das ist der Schatz, ich habe Geburtstag, ich schenke dir so einen Wellness-Tag. Eigentlich schon, ey. Durch Strip-Club gehen. Machen wir in Köln. Da muss auch bei den falschen Club kommst du. Was? Dass du in den falschen Club da reingehst. Ja, hast du ein Problem. Das kann ja ein Po. Und du hast dir gut überlegt, dich mit Tino und so beim Beindrücken da anzulegen. Ja, ich will das eigentlich gar nicht, aber. Der Mitgang mitgefangen. Ja. Ich habe mich kaputt, du gewinnst das Ganze. Ich werde es schön außen angucken. Das war mir schon klar. Und schön lachen, wa? No. Wie auch immer Janik das hier gemacht hat. Das ist ja brutal. Ich glaube, da gehört ein bisschen Erfahrung dazu. Also entästet hätte ich den einen hier, der so quer liegt. Ich habe jetzt mal das ganze Kleinzeug mitgenommen.
Oh, guck mal, jetzt sinken alle, aber unser Bauernmarkt steigt noch weiter. Ja, deswegen. Da müssen wir noch hoffen. Weil haben wir einen kurzen Fahrweg, da haben wir nicht viel Druckerei. Ja. Weil unser Hänger nicht der größte ist. Von den Orangen, ja. Michael. Weil ich den jetzt vielleicht sogar auffüllen kann, wenn ich direkt dran vorbeifahre. Es kommen auch keine Missionen rein oder so, dass man wenigstens was machen kann, ne? Nein. Das haben die Zuschauer mir schon geschrieben, dass irgendwann die Missionen weg sind, wenn jeder die Missionen macht. Ja, du darfst nicht zu Ende bringen, ne? Wenn du sie nicht abschließt, passiert nichts. Aber sobald du die abschließt, sind die Fahrzeuge beim nächsten Serverstart weg. Dort ist aber ärgerlich. Also ich habe ihn dabei, den dicken. Okay. Passt nicht mehr hervor. Weil hier ist echt nur so Kleinzeug. Ich habe diesen einen Riesenbaum einfach mal hingezogen. Was passiert? Wahrscheinlich 46 Euro über Meile. Der scheiß Schnee auf, ja. Ja, ist eigentlich gut, weil so kann Tino schon mal nicht ernten. Und da unsere Felder eh noch warten bis nächsten Monat. Hm, ich sag's ja. Oh, ja. Apropos Tino, ich geh den jetzt noch ein bisschen verarschen, ich bin gleich wieder da. Ja, alles gut, mach mal. Hallo! Moin, was gibt's? Kann ich kurz was mit dir bequatschen? Ja. Bezüglich dieses Server-Restarts. Was denn? Jetzt mal Real Talk unter uns. Hast du das wirklich gemacht? Weil da ist irgendwas in Anmarsch gegen dich, aber ich will mich daran nicht beteiligen, wenn das nicht... Was heißt denn im Anmarsch gegen mich? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, da verbünden sich gerade welche so und... Echt? Ich wurde auch gefragt, aber ich mache da nicht mit, wenn das wirklich nicht stimmt. Also ich habe gefragt, ob wir den Server starten können, weil der geleckt hat wie Sau. Okay. Ja, naja. Bei dem, was ist das für Käse, ey? Die sollen sich mal um ihr Krempel kümmern. Und nicht immer die anderen hier. Sehe ich auch so, weil ja. Sonst gehe ich hier, sonst mache ich hier mal einen richtig harten Korinthenkacker, lasse ich hier mal raushängen. Okay. Naja, weil, weißt du wie? Ich meine, der eine klaut uns Stroh, der andere klaut uns Kalk. Was? Die haben euch Stroh geklaut? Jetzt Real Talk? Naja, ein Ladewagen halt abgeholt mit unserem Stroh drinne, den wir uns ausgeliehen hatten. Wer war das? Eine Keule. Hat er mitgenommen, naja, ich meine, weißt du, wie ich meine? Okay, okay. Ja gut, Kalk waren wir, ja, das ist klar. So, und also jeder macht hier irgendeinen Move und dann wird sich an so einen Käse aufgehangen. Und Keule vor allen Dingen hat hier die PL gesagt, was quasi das Feld ist mit der Challenge drauf. Wer ist bei Keule die PL? Ja, ist ja jetzt wurscht. Also es war jemand, so, der da Aushilfe, glaube ich, gemacht hat. Und naja. Ich meine, das war ja auch keine Absicht oder so, die sind viel zu lang, Marc. So. 7,7 Meter. Nee, mach mal 6. Hängen wir den anderen noch dran. Ja, also ich habe gefragt, ob wir den Server neu starten können. Ich weiß ja auch gar nicht, um welchen Neustart es geht. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe das eine Mal habe ich gefragt, können wir den Server neu starten? Ja. Und... weil es halt geleckt hat wie Sau wegen den Bäumen. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind da ja auch die Baumstümpfe entfernt worden. Und da haben wir doch auch Geld gekriegt oder hatten nur noch Zeit bis zu einem bestimmten Dings. Weißt du, wie ich meine? Unsere Bäume zu verkaufen und zu machen. War das nicht so? Ja, das ist das Ding. Ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ja, also ich weiß auch nicht, um was es geht, aber ja, die haben wahrscheinlich alle so einen Dampf in der Nudel, dass die, weißt du, was mich stört? Was denn?
Und das erzähle ich dir jetzt, aber am Ende gehst du vielleicht auch noch weiter und laberst das zu irgendjemand. Ich habe unten bis jetzt noch ganz wenig mit denen zu tun gehabt. Ja, dass sich halt so ein bisschen komplett gegen mich verbündet wird. Ich meine, 3-1 ist halt auch Assi, ne? Also gerade fair. Das ist wohl wahr, ja. So, ich bin ja nicht so, aber wenn halt dann 3-1 geht, ja gut, das ist halt schon doof irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Ja, ne, stimmt schon. Na gut. Ja, ich meine, mir ist ja Latte, muss jeder selber wissen, aber also ich lasse mir hier nicht diesen Server-Neustart, lasse ich mir nicht auf die Fahne schreiben. Das steht schon mal fest. Weil nur weil ich gefragt habe, weil es geleckt hat, wie Sau und alles. Und ja, nö. Also das finde ich schon. Ich weiß ja auch nicht, um wen es geht, ob es am Ende überhaupt um mich geht. Keine Ahnung, also, ich weiß ja nicht, wer vielleicht noch irgendwas gesagt hat. Bei mir haben die Zuschauer das in die Kommentare geschrieben. Ich habe dann daraufhin dein Video geguckt. Ja, und was hast du denn gesehen in meinem Video? Ja, dass da sich ganz kurz drüber unterhalten wurde, dass mit dem Kredit, aber ich kann es nicht einordnen, ob es als Joke oder wirklich gemeint war. Deswegen halte ich mich da so jetzt gerade so ein bisschen raus. Ja, also pass auf, vielleicht, also sicherlich ist das möglich, dass man, also wegen dem Kredit, aber Fakt ist eins, die Intention war tatsächlich, dass es halt einfach nicht schön war zu spielen und halt nur geleckt hat. So, und wir halt auch noch, glaube ich, 2 oder 3 Folgen hatten und dass ich halt, ja, möglichst sauberes Spiel wollte. Okay. Was ja logisch ist, haben wir bei Bildet ja nicht anders gemacht. Naja. Weißt du, da haben wir ja auch den Server neu gestartet, weil es einfach gar nicht mehr spielbar war. Und das nicht nur einmal. Ja. Ja, das müssen wir mal so einfach zugeben. Ja, nee, okay, ich muss runter, die springen hier vor mir rum. Ja. Ja, weiß ich erstmal Bescheid, alles klar. Gudi, Füsi, kein jo. Problem. Bis dann, tschüss. Na, Kuss auf die Nuss. Und, was hat er gemacht? Ich hab grad so getan, als wenn ich voll auf seiner Seite wäre. Und so. Und hab mir erstmal die Geschichte von seiner Sicht angehört mit dem Dingen. Aber ich habe seine Videos mir angeschaut. Und da kommt das alles ein bisschen anders rüber. Und jetzt wollte ich mal gucken, das ist so ein Lava, sagt der Typ. Ey. Ja, ja. Naja, mal schauen. Mal schauen. Ah, so. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin fertig mit Mähen. Weil jetzt im Feld kaufen können jetzt nicht mehr was erntereif wäre, ne? Ich schau mal eben. Erntereif? Ne, ist gar nichts bei uns. Das ist noch der 59 drauf. Weil das müsste nächstes Mal ein erntereif sein. Auf der 59. Aber wir brauchen natürlich noch ein bisschen Geld, aber natürlich nichts mehr. Ja, die kostet, ne? Dann brauchen wir wieder 100.000 knapp. Ja, das Problem ist halt, aber wir müssen ja auch uns noch Maschinen ausleihen, um die, unsere Felder noch schon zu ernten. Ja. Kartoffeln passiert auch nichts, ne? Das Feld kann ich mir gar nicht kaufen. Scheiße, sonst hätte ich gesagt, komm, wir kaufen uns ein günstigeres. Wie kostet das denn? Auch 200.000. Oh, 164, die 54. Die könnte ich kaufen. Die grenzt an der 53. Da bräuchte ich nur 10.000 für. Ja, wir müssen überlegen, wir brauchen natürlich jetzt zur Ernte noch Geld für Leihfahrzeuge, ne? Weil wir natürlich keinen Drescher haben, nichts. Da ist was dran. Den nächsten Monat ja quasi unsere Sorgenhirse fertig haben. Oder soll ich vielleicht das Gras einsammeln, dass wir uns eben Ladewagen mieten? Wo wolltest du dann hinbringen? Bitte? Wo wolltest du dann hinbringen? Ins Lager. Aber Gras, und wenn wir Schafe machen, dann könnten wir Gras gebrauchen, weil so brauchen wir jetzt mal kein Gras, ne? Ja, oder Silage. Silage bringt ja auch immer ganz gut Geld eigentlich. Das ist ordentlich. Was kostet uns eine Presse zum Ausland, Freezy? Ich meine, haben wir zwar schon erstmal einmal gehabt, aber. Dann würden wir. Glas. Benne macht halt so eine Wickelkombi. Ja, genau. Naja, ich würde die Glas nehmen, die wir auch gerade haben. Die kostet 4.000. Ich habe jetzt gerade 5.000 mit Bäumen gemacht. Andi ist auch schon wieder hier und macht Schakalakas. Dann miet sie die nochmal, holst sie und dann machst du eine Silagebälle drauf. Ja, ne? Machen wir auch. Weil im Ladewagen, dann lagern wir es ein, wir können Gras erstmal nicht gebrauchen und dann aus dem Lager rausholen, verteilen, dann pressen. Ist ja nur noch mehr Arbeit. Welche hatten wir denn jetzt da? Die Klaas hatten wir, die Wickelkombo von Klaas.
Das ist, glaube ich, die günstigste, was Wickelkombos anbelangt. Müsste die hier sein, ne? Moment, ich komme sofort. Ballentechnik. Ja, das ist die hier. Das ist die Roland 455 RC Unifrap, ne? Oder Unifrap. Genau, die kostet 4,3 in der Miete, weil alle anderen, Moment, ist teurer. Das könnte der Wickelkombo. Ne, ist die günstigste, würde ich die nehmen. Ja, ne? Mieten. Jo, habe ich gemietet. Hol ich mir eben schnell ab. So, Truckig, ja, habe ich gelesen. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. Ja, dann, wir können wir. Silage ballen können wir, müssen wir sowieso haben. Müssen auf jeden Fall. Oh. Ah, noch eine Minute, okay. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Der Preis für Kartoffeln ist immer noch bei 206. Warum steigt das denn nicht? Noch eine Minute, Toberstopp. Was? Nee, nee, nee. Noch nicht? Noch 16 Sekunden auf Uhr. Nee, ich bin Mr. Zeit mache ich. Jetzt ist Stopp. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.